Na gut, dann schauen wir mal in den Turm rein. Auch wenn das hier nicht der richtige Turm ist, sondern nur die Spitze. Also wir müssen jetzt hier durchs Wasser durch, dann in den kleinen Turm mal rein und durch einen überflügelten Gang schwimmen. Das Problem dabei war, der Gang ist ziemlich schmal und sehr unübersichtlich. Also tief einatmen und runter da. Runter da, komm schon. So, jetzt müssen wir unsere Augen offen halten nach einem schmalen Seitengang, wo wir dann ganz flix durchhuschen. Und das schaut auch gut aus hier. Schwimm, schwimm. Auch wenn das ganz schön schwer ist mit so einer Rüstung. Aber schwimm. Ah, sehr gut. So, hier drin haben wir dann gegen Zombies gekämpft und gegen einen Skelettmagier. Müssen wir mal schauen, ob die sich vielleicht inzwischen wieder erhoben haben. Aber, nee. Das schaut gut aus. Dann hatten wir hier zwei Räume mit jeweils zwei Kisten drin. Wovon eine oder zwei verschlossen waren damals. Gehen wir einfach mal reihum alle Kisten durch. So, was haben wir hier? Eine Axt, ein Schwert, ein paar Erzbrocken, Pfeile und eine Feuerpfeilschriftrolle. Nee, das wird Xardas nicht gemeint haben. Was haben wir hier? No, sehr schick. Eine antike Erzrüstung. Die probieren wir doch gleich mal an. Und eine Rune, um zu den Feuermagiern zu teleportieren. Besser gesagt, zu dem Turm der Feuermagier. Die Feuermagier selbst sind ja nicht mehr da. Aber ziehen wir erstmal die Rüstung an. Ah, die sieht doch gleich wesentlich angenehmer aus. Und schützt uns noch wesentlich besser. Aber ja, die Feuermagier. Wir könnten uns jetzt direkt ins alte Lager teleportieren. Und uns mit den Erzbaronen anlegen. Aber macht das wirklich Sinn? Momentan versuchen wir uns ja eigentlich darauf vorzubereiten, im Tempel der Orks weiterzukommen, den hohen Schamanen da umzubringen. Da macht es nicht wirklich Sinn, vorher einen Abstecher ins alte Lager zu machen, denn dort gibt es nichts, was wir wirklich gebrauchen können. Wir würden höchstens unser Leben riskieren und das muss ja nicht unbedingt sein. So, die Truhen sind alle leer, die restlichen. Das heißt, wir ignorieren erstmal die Feuermagier-Rune. Und gucken uns das letzte Buch an, das wir gefunden haben. Denn das Rätsel scheint wohl für ein mächtiges Artefakt zu sein. Würde jedenfalls Sinn machen. Wer würde sich sonst die Mühe haben, etwas so gut zu verstecken? Aber gut, der letzte Hinweis war, der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees. Schauen wir auf unsere Karten. Wir haben einen See direkt hier, wo wir sind. Wir haben ein wenig westlich davon einen See, einen recht kleinen aber. Dann haben wir noch einen See zwischen dem alten Lager und dem neuen Lager. Wir haben einen See direkt im neuen Lager, wo die Taverne drin ist. Und davor noch einen ganz kleinen. In einem der beiden Seen vor dem neuen Lager war eine Fischerhütte, eine runtergekommene. Da sollten wir uns auch mal umschauen. Also zu den Wassermagiern. So, da trinken wir doch gleich mal einen neuen Geschwindigkeitstrank. Und folgen jetzt einfach dem Weg nach draußen. Jetzt kommen wir zum Eimer einer Taverne vorbei. Vielleicht fällt uns da ja noch irgendetwas Besonderes auf. Und wenn nicht, folgen wir einfach dem Weg, kommen dann aus dem Lager raus. Und da war, glaube ich, auch ein See mit der Fischerhütte. Also, hier haben wir nur die Taverne und da vorne den Damm. Aber keinerlei Fischerhütte. Wir könnten jetzt wieder versuchen abzukürzen, aber das war doch ein wenig schmerzhaft. Das müssen wir uns ja nicht unbedingt absichtlich antun. Also laufen wir schön den Hauptweg bis zum Ausgang. So, da ist noch ein ganz kleiner See. Der hier für die Bewässerung dient, von den Reisfeldern wahrscheinlich.
Aber auch hier keine Fischerhütte. Nee, dann wird es wirklich der See sein, den wir gleich da vorne sehen. Sobald wir rauskommen, direkt gegenüber. Und der Spruch war, der kluge Fischer schaut auch mal auf die andere Seite des Sees. Oder so ungefähr. Heißt, wir gehen jetzt zur Fischerhütte und gucken dann von da aus raus, ob da irgendwas anderes zu sehen ist. Hier schon mal ein Steg. Hier ist die Hütte selbst. Und drüben ist noch eine Echse. Gucken wir mal kurz rein. Nö, hier ist nichts. Was haben wir hier? Auch nichts. Vielleicht in der da, die ist ja untergegangen. Ja, kommen wir überhaupt rein? Aber hier ist auch nichts. Ups, wir kommen nicht mehr raus. Schwimm. Ah, was für eine Todesfalle. Oh, wer ist auch untergegangen? Teile des Hauses sind ja eingesackt. Aber bevor wir da runtertauchen, sollten wir uns einfach mal auf der anderen Seite des Sees umgucken. Da liegt doch was. Bringen wir erstmal schnell die Echse um. Zack. Und ja, da liegt einfach so ein altes Buch. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Ich habe das Buch gefunden. Ich wage nicht zu hoffen, eines Tages Cro-Magnon selbst zu erleben. Wobei sind die Tage des der Verschwendung und des Klagens. So leicht wird es sein, die völlige Vollendung zu erreichen. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Jetzt sollten wir ganz schnell die Blutfliege umbringen, bevor wir weiterlesen. So, ist doch ein wenig störend zu lesen, wenn Bienen auf einen einstechen. Also Cro-Magnon ist wohl doch kein Artefakt, sondern eine Art Erweiterung seiner selbst. Na gut, was der nächste Hinweis? Vergessen sind die Taten jener, die sich einst an Bord befanden. An Bord befanden. Also ein Schiff. Wo haben wir Schiffe gehabt? Wir haben beim Leuchtturm selbst war ein Schiff, wo die Feuerwarane waren. Haben wir noch irgendwo ein Schiff gehabt? Gucken wir uns auf der Karte, vielleicht erinnert uns das an irgendwas. Also wenn, müsste es ja eh oben rechts sein, also im Nordosten. Nirgendwo anders würde ein Schiff Sinn machen. Nee, damit muss wirklich das Schiff gemeint sein beim Leuchtturm. Also teleportieren wir uns zum Sumpflager und laufen von da aus direkt zum Leuchtturm. So, das war hier raus. Dann rechts an der Wand lang. Also an der Klippe hier lang. Dann kamen wir irgendwann hoch in so ein kleines Wäldchen. Und wenn wir dann wieder scharf rechts abbiegen, kommen wir an die Stelle, wo der Anwärter aus dem Sumpflager uns angegriffen hat. Weil er verrückt geworden ist. Er sollte ja den Fokusstein holen für Kor'Kalom. Und das hat seinen Geist nicht so wirklich verkraftet. Und dann ist er auf uns losgegangen. Keine wirklich angenehme Erfahrung. Aber da in der Ecke war der Leuchtturm. Und wir brauchen einen neuen Geschwindigkeitstrank. So. Also da ist das Wäldchen. Wenn wir jetzt aber direkt zum Leuchtturm wollen, dann können wir auch direkt hier durch den Wald laufen. Das müsste ein Tick schneller sein, als direkt am Rand lang zu laufen. Wir müssen nur vorsichtig sein, dass wir in kein Loch reinstolpern. Also die Wölfe und anderen Viecher hier sind nicht mehr wirklich gefährlich, aber so ein Schattenläufer in seiner Höhle wäre doch nicht zu verachten. Aber es schaut doch gut aus. So, hier rüber. Und dann müsste da irgendwo schon der Leuchtturm zu sehen sein. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal die Ruine. Die war ja auf der anderen Seite. Dann
müsste jetzt hier gleich der Turm kommen. Und dann rechts von dem Turm das angeschwemmte Schiff. Da müssen wir nur vorsichtig sein mit den Feuerwaranen. Weil die Rüstung, die wir jetzt tragen, ist zwar schon besser als unsere alte Plattenrüstung von den Minecrawlern, aber so eine ganze Feuersbrunst wird die auch nicht ewig abhalten. Zumal unser Kopf ja nicht wirklich gut geschützt ist. Also ja, da müssen wir hin und da müssen wir vorsichtig sein. Speichern wir mal kurz ab. LP 95. Und wo sind die Feuerwarane? Da waren noch so viele von. Oh, da sind schon mal drei. Und da sind auch schon mal vier. Ja. Gucken, ob wir hier irgendwo hochkommen. Oh nee, da ist schon ein Buch. Das nehmen wir doch mal mit. Und laufen gleich wieder weg. Man muss ja kein unnötiges Risiko eingehen, wenn man die ganze Kolonie retten will. So, hier müsste reichen. Und schauen wir uns doch gleich mal den nächsten Hinweis an. Ich habe das Buch gefunden. Doch soll ich nicht alleine diesen Weg beschreiten? Diese Ehre sei mir vergönnt. Ich muss mich fügen und die Kraft, die in mir wohnt, muss ich teilen mit dem Würdigen, die da kommen werden. Mich zu finden. Hoffentlich kommen sie bald. Dort, wo alles begann, sollst du mich finden. Meinen Sie damit das erste Buch? Das erste Buch haben wir hier im Turm gefunden. Da sprühen wir doch einfach mal aus, wo wir schon mal hier sind. Was könnte sonst damit gemeint sein? Da, wo alles begann. Die Barriere vielleicht. Da gab es ja diese 5 Knotenpunkte. Aber nee, gucken wir erstmal hier. Und wenn hier nichts ist, also unten, wo der Skelettmagier war, dann schauen wir uns die Stellen an, wo wir die Fokussteine gefunden haben. Da haben wir so eine extra Karte für, wo das rote Pentagramm eingezeichnet ist, wo die 5 Fokussteine früher angelegt wurden, um die Barriere zu erschaffen. Weil damit begann ja die eigentliche Kolonie. Vorher war es ja nur eine Sklavenstadt quasi. Jetzt ist es ein eigenes Königreich schon fast. So, wir brauchen aber erstmal wieder Licht. So, und hier war das extrem verzweigt. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass der Geschwindigkeitstrank gerade aufgehört hat. Denn hier mit waghalsiger Geschwindigkeit durchzurennen ist nicht unbedingt die beste Idee. So, hier ist der Durchbruch. Hier, oh, was haben wir denn da? Eine Leiche. Mit jeder Menge Erz. Noch einem Buch. Einem Amulett. Und okay, gucken wir uns das Buch mal an. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Oh. Er ist Futter für die Ratten. Einen von uns umzubringen war dein letzter Schritt. Schnell den Magier umbringen. Ganz schnell den Magier umbringen. Bevor er noch mehr Skelette beschwört. Nein, 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 komm, komm. So. Jetzt das Kleinvieh. Ah, da hinten ist noch einer. Schnell ran da. Hey, du kommst gar nicht erst zum Zaubern. So. Was haben wir hier? Skelette beschwören, das kennen wir ja schon. Gucken wir mal kurz den anderen Zauberer an und danach lesen wir das Buch nochmal ordentlich. Eben wurden wir ja doch recht unangenehm dabei gestört. So, Skelettkrieger. Wo ist der Magier? Wühlen wir uns hier mal durch. Ah, Skelette beschwören und wieder nur eine Eispfeilrune. Haben also nichts Wichtiges dabei gehabt. Hoffentlich bringt uns das Buch noch einen Hinweis. Chromanin. Ein leeres Buch. Ah, das Ganze für nichts? Das war alles nur eine Falle? Das ist ja übel. Also ihn hat es ja anscheinend auch erwischt. Er hat weiß Gott wie lange nach dem Chromanin gesucht, nur um
dann zu sterben. Übel, übel. Na gut, hier gibt es wohl kein Artefakt für uns. Das heißt, wir sollten zurück zu Xardas. Speichern wir erstmal ab. LP 96.